Hallo zusammen, so jetzt habe ich meine zweite Einheit für heute gemacht. Eine schöne Intervalllaufeinheit. Und jetzt gehen wir mal und zeigen euch mal ein schönes Gym und dann stelle ich mich auch noch ein bisschen vor. So, zweite Einheit für heute auch geschafft. Und jetzt zeige ich euch mein Gym und dann stelle ich euch mal ein bisschen meine Person vor. Also, mein Name ist Raja Amashi, ich trainiere hier im Rang 1 in Karlsruhe. Und ich würde euch jetzt gerne mein neues Gym zeigen, oder mein altes Gym, neues altes Gym und auch ein bisschen was zum nächsten Kamerazählen im September. Hier geht es bei uns rein. Da sieht man dann schon, was alles los ist. Da sieht man die Lola gegen Lucia oder mich in der letzten Box heute. Und für unsere Schüler natürlich auch die Information. Dann haben wir eigentlich alles, was so ein Boxgym braucht. Wir haben Sandsäcke in diesem Raum hier. Und hier in dem schönen Boxring bereite ich mich auf den nächsten Kampf vor, am 7. September in Saarbrücken gegen Alpen-Eva. Eva Vorarlberger als erfolgreiche österreichische Boxerin war auch unsere Wunschgegnerin. Die Eva hat ja schon vor ca. 1,5 Jahren im Rahmen eines Interviews ein bisschen Off-Ton den Kampf gefordert und haben wir ihn diverse Mal angeboten. Der ist leider nie zustande gekommen und jetzt freuen wir uns sehr, dass die Verträge unterzeichnet sind und freuen uns sehr auf den Kampf. Ich denke, das wird ein toller Kampf, aber ich habe hier die besten Voraussetzungen, um mich vorzubereiten. Neben den Kampfsporträumen bereite ich mich natürlich auch Fitnesseinheiten auf den Kampf gegen Eva vor und dafür haben wir hier einen wunderbaren Fitnessraum mit allen möglichen Geräten, die man so braucht. Und genug Fläche zum Schmeißen, Werfen, Treten, um optimal und topfit zu sein. Aber unser Haupttraum und der Hauptvorbereitungsraum für mich, für die Weltmeisterschaft am 7. September gegen Eva, ist unser schönes Starfighter-Gym, wo es hauptsächlich ums Boxen, vor allem ums Profiboxen geht. Wie man auch gleich auf den ersten Blick sieht, ist der Fokus hier auf eine Kampfsportart, eben Profiboxen bzw. Boxen. Da oben sieht man auch meinen Kranz aus der letzten Event in Saarbrücken. Das war die Interkontinentalmeisterschaft der WBF gegen Draxler. Daneben die Handschuhe gegen Denji. Das war, wo ich den ersten Kampf gemacht habe und gewonnen habe für den Interconti-Titel. Und dann noch diverse andere Handschuhe von auch erfolgreichen Boxerinnen. Auch hier haben wir alles, was man so braucht. Wir haben Sandsäcke, wir haben ein bisschen was mit Kraft. Neben unserem Fitnessstudio oben, wo wir auch nochmal richtig Geräte haben, ist das hier eigentlich nur für zwischendurch. Wir haben unsere Reaktionswände, Handschlingwelle und allen möglichen Spielzeug. Und wir haben hier die optimalsten Voraussetzungen zum Vorbereiten, wie ja vorhin schon erwähnt. Und zwar haben wir hier ein Schlagmesser. Da kann man vor allem Härte als auch Geschwindigkeit und Anstiegszeit, Wirkung von Treffern trainieren und auch sehen, wie man sich verbessert, inklusive Reaktion oder auch verschiedene Intervalle trainieren. Das ist eigentlich was ganz Besonderes. Ich bin sehr dankbar darüber, dass wir es bei uns haben. Und ich denke, das wird mit einem Baustein sein zur optimalen Vorbereitung für den Kampf gegen Eva Vorarlberger. So, für heute ist es geschafft und ich habe heute zwei Einheiten hinter mich gebracht. Ich habe die erste Einheit Technik-Taktik gemacht, ein bisschen Gruppentraining, ein bisschen So-Technik-Taktik, 1,5 Stunden. Und dann habe ich noch meine 10 Runden Intervalle gemacht. Jetzt mache ich noch ein bisschen Krafttraining, habe ich es für heute geschafft. Jetzt kann ich dann auch mal meinen Trainer Dominik Junge in Feierabend schicken. Und ich selber kann auch ins Bett, um Kräfte zu sammeln für morgen, fürs morgige Training, um dann den Kampf am 7. September zu gewinnen. Denkt dran, weil ich es will. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und wir sehen uns alle im nächsten Vlog.